Ich hoffe, du wirst nicht verraten. Der Tag kommt, da werden sie dich nicht mehr so lieb haben. Wenn du deine Macht verlierst. Ist doch kein Leben. Aber du kannst abhauen. Dich anders entscheiden. Mach aus dir, was du immer sein wolltest. Danke, Papa. Du hast recht. Ich werd Präsident. Oder ein Astronaut. Oder ein Filmstar. Ich kann alles sein, was ich will, bei so einem geilen Vorbild, das ich hatte. Mein Alter war auch nah, Schmicho. Lerne, die Wut zu überwinden. Vergiss es. Nur die Wut gab mir die Power. Nur so konnte ich überleben. Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Und jeden Tag, wie den Tag davor, stehe ich auf, wasche mein Gesicht, sehe mich im Spiegel und bin angewidert. Wir kämpfen hier um jeden Zentimeter. Ja. Für ein paar Zentimeter zerreißen wir uns selbst und jeden, der dazugehört, in Stücke. Wir krallen uns mit den Fingern in die Erde für jeden Zentimeter. Weil wir wissen, wenn wir die Zentimeter zusammenzählen, die wir geholt haben, ergibt das am Ende den verdammt wichtigen Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren. Lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Auch nicht von mir. Okay? Okay. Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere was nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst. Wir können da hocken bleiben und uns den Arsch aufreißen lassen. Oder wir können uns wieder nach oben kämpfen. Ans Licht. Wir können aus dieser Hölle aufsteigen. Stück für Stück nach oben. Mögest du immer Rückenwind haben. Und stets Sonnenschein im Gesicht. Dem Tag, wenn ihr frei seid und ihr seid nicht fertig, ihr seid nicht vorbereitet. Und wenn ihr euch dann umseht und euch nicht gefällt, wie die Welt ist. Was ist, wenn die Welt nur eine wahnsinnige Enttäuschung ist? Ich weiß nicht, was ich euch sagen soll, Männer. Ich meine, ein halber Schritt zu weit oder zu kurz heißt meistens, ihr kriegt den Ball nicht. Nur eine halbe Sekunde zu schnell oder zu langsam und ihr greift vorbei. Was hast du deinem Sohn gesagt? Es geht nicht darum, wie hart du zuschlagen kannst. Es zählt bloß, wie viele Schläge du einstecken kannst. Du musst weitermachen. Wie viel kannst du einstecken? Du musst weitermachen. Steh auf.